Spoken Word Artistin, Slam Poetin Mona Hari. Viel Spaß dabei. Hallo erstmal. Ich komme aus Hamburg. Das ist eine große Stadt. Ich habe nicht immer in einer großen Stadt gewohnt, sondern sehr lange auf dem Dorf und jetzt erst seit einem halben Jahr so richtig in einer Großstadt. Und ich habe einen Text geschrieben, der eben Hamburg gilt und anderen großen Städten und dem Leben in großen Städten. Die Welt steht Kopf, gespiegelt auf Regen, nassen Straßen, aber es regnet nicht mehr. Und unter blauem Himmel auf grünen Wiesen, im dichten Gewimmel umstellt von riesenhaften Gebäuden, sind wir Stadtmenschen. Im kollektiven Fremdsein kennen wir zwar unsere Nachbarn nicht persönlich, aber sehen ihre Körper, nackt, durch Fensterscheiben. Wir treiben fremd im gleichen Takt, im selben in Bewegung bleiben. Ruhelos. Denn es sind den Menschen nur wenige Tage beschieden, sagte Homer. Homer hingegen sagte, Aspirin gab es zwar keine mehr, aber ich hab dir Zigaretten mitgebracht. Die Menschen, nicht die Häuser machen die Stadt, sagte Perikles. Und du sagst, dich stören die Menschenmengen. Aber ein Leben auf dem Land, das sei nichts für dich. Dorfleben sei dir zu eng. Du brauchst einen Ort, der dir alle Möglichkeiten verspricht. Und so ziehen wir in Städte. Und dort fortan unsere Bahn, laufen im tagtäglich trägen Trott auf asphaltierten Trampelfaden. So stolper ich durch Straßen. Und meine Beine stolpern über Hunde in Hamstergröße, angeleint an Glitzergoldketten. Stolpern über diese Fußhupen, die doch sogar vor Kaninchen Angst hätten. Mit ihren kleinen, hervorquellenden Augen und den kleinen, hysterisch bellenden Frauen, die meist am anderen Ende der Leine keifen. Ich laufe weiter. Laufen heißt, in Bewegung bleiben. Mit der Flut in der Menge der Menschen treiben, wir sind Stadtmenschen, die bis an die Stadtgrenzen schwappen. Kennen zwar unsere Nachbarn nicht persönlich, aber wir wissen es, wenn die Van der Vaarts eine Beziehungskrise hatten. Stolper ich stetig durch städtische Straßen, treibe in der menschlichen Menge, entfliehe der Masse und lauf dir direkt in die Fänge. Du trägst pastellfarbene Röhrenjeans und im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett vorm Kopf. Ein Klemmbrett, um genau zu sein. Du sagst, nur eine Sekunde für die gute Sache, für die Umwelt. Sagst, du seist jetzt Weltretter und Veganer seist du auch und das sogar schon seit 2 Wochen. Du sagst, Experten sagen, wir produzieren so viel Müll, dass auf den Weltmeeren riesige Müllinseln schwimmen. Jeder Deutsche produziert im Jahr 1/2 Tonne Müll, sagt Wikipedia, und du sagst, Experten hätten das bestätigt. Wikipedia sagt, Experten sind Menschen mit überdurchschnittlich umfangreichem Wissen. Experten sagen, man soll nicht alles glauben, was Wikipedia sagt. Wir kennen uns nicht, aber laufen vorbei an denselben Werbeflächen. Synchrones Jagen nach mehr Lebensgefühl und Produkten, die Bedürfnisse wecken. Wir lauschen dem Rauschen im Verkehrsfluss, laufen in Schlaufen, fast schon voll Überdruss, kaufen und tauschen wir berauschende Haufen von Überfluss. Du sagst, Experten sagen, die Ressourcen sind begrenzt und gehen zur Neige. Trotzdem verschwenden wir sie, produzieren kurzlebige Produkte und mehr, als wir eigentlich brauchen. Industrie sagt, wir müssen mehr produzieren, wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Kaltwachsstreifen sagen, wir müssen wachsen. Werbung sagt, kauft ihr Glücksgefühle im Wühltischgewühle. Und die Anschaffung eines Zweitdildos lohnt sich meistens schon nach der ersten Anwendung. Experten sagen, jedes Jahr werden allein in Deutschland 30 Milliarden Euro für Werbung ausgegeben. Werbung sagt, Experten haben jetzt die Formel gegen die 5 Zeichen müder Männerhaut entdeckt. Müde Männerhaut sagt, na endlich. Vorbei an übermenschlich großen Werbeflächen laufe ich stetig durch städtische Straßen. Laufe Slalom um Menschen wie dich, um Klemmbrett, Trittbrettfahrer. Laufe Slalom um rempelnde Rentner, die sich trotz Ressourcenknappheit und demografischem Wandel einfach nicht mit der Idee vom sozialverträglichen Frühableben begnügen wollten und einfach trotzig weiterleben. Ich laufe weiter. Laufen heißt in Bewegung bleiben. In der Flut mit der Menge der Menschen treiben, wir sind Stadtmenschen. Kennen unsere Nachbarn zwar nicht persönlich, aber ihr Sexleben, dank der höllisch hellhörigen Häuser, sagst du. Sie sagte etwas von langen Nächten und kurzen Gläsern, sagst du. DK sagte, ich denke, also bin ich. Sie sagte, denk nicht, sondern nimm mich, und er nahm mich mit in fremde Betten. Er sagte, ich will mich nicht zudecken, denn um dich zu decken, will ich mich nicht verstecken und die Sicht verdecken, denn da und da und da ist die Kamera, sagte er, und sie sagte nichts mehr. Aber wunderte sich am nächsten Tag, wie gestochen scharf man ihr Gesicht auf YouPorn sah. Und wie wenig scharf und wenig bestechend der Stecher nun nüchtern erschien, sagst du. Wir sind Stadtmenschen, die sich in kollektivem Fremdsein Synchronität verschreiben. Kennen zwar unsere Nachbarn nicht persönlich, aber auf YouPorn sehen wir, wie sie es treiben. Wir sind Stadtmenschen, in stetig städtischer Bewegung. Zieht Welt vorbei wie an autogläsernen Fensterscheiben. Städte, Flucht,
Zeitpunktfluktuation stetes in Bewegung bleiben. Wir kennen uns nicht, aber folgen demselben Takt, laufen dicht an dicht, gefesselt vom selben Pakt, sind Menschen, Weltbevölkerer, sind ein Teil der Stadt. Im dichten Gewimmel, wo wir auf grünen Wiesen saßen, war zwar Himmel wieder blau, doch Welt stand stetig weiter Kopf, gespiegelt auf regennassen Straßen. Dankeschön. So, der letzte Text hat von regennassen Straßen gehandelt. Der Text, der jetzt kommt, handelt vom Regen. Er heißt 42. Ich stehe im Regen, umgeben von Tatsachen. Und ein Gedanke, der eben noch stillschweigend zwischen den Zeilen stand, brüllt mich jetzt, obwohl es regnet, wie aus heiterem Himmel an. Die Antworten sind da. Was fehlt, sind die Fragen. Was fehlt, sind die Fragen, brüllt mir der Gedanke vom Hirninneren ins Innenohr. Ich stehe im Regen, umgeben von Antworten, denn Antworten sind Tatsachen. Und die sind ja schon da. Aber was zusehends fehlt, ist die kindliche Gabe, sich zu wundern und alles in Frage zu stellen, sagt der Gedanke. Und ich frage mich, wohin sind all die Wunder verschwunden? Und wann haben wir Wunder wie Wunden verbunden und verbunden, wie wunderbar bunt diese Welt war, bevor wir wussten, was wahr war, weil wir wach und verwirrt Welt noch in Frage gestellt haben? Wann habe ich aufgehört zu fragen? Warum diese Welt ausgerechnet so ist, wie sie eben ist? Ob Naturgesetze wirklich immer gelten oder ob die Ausnahmen nicht eigentlich einfach nur sehr, sehr selten sind? Wann habe ich aufgehört zu fragen? Ob Fettnäpfchen eigentlich viele Kalorien haben? Und ob das der Grund dafür ist, dass sie mir auf den Magen schlagen. Ob man mit Redewendungen die Richtung ändern kann. Und ob die Aussage, ja, ich bin schon fast wieder nüchtern, nicht eigentlich einfach nur die Antwort auf die Frage ist, ob du eigentlich nicht mehr ganz dicht bist. Ich stehe im Regen, umgeben von Antworten und von einer Welt, mit der ich mich so weit arrangiert habe, dass ich nicht mal mehr frage, warum ich im Kindergarten Marten kein blaues Auge hauen darf. Warum mir Welt sagt, dass Gewalt keine Lösung ist, wenn ein paar Jahre später die Bundeswehr diese Werte dann doch wieder wertlos macht. Dann ist die Lösung plötzlich doch nicht länger reden, sondern das schlichte Umlegen des Konfliktgegners. Und dann wasch dir deine blutige Weste mit weißer Riese und deine Hände in Unschuld aus reinen Bergquellen, weil uns Werbung heile Welt verspricht, wenn wir das alles kaufen, weil wir das alles brauchen. Und dann frag doch einfach mal, Ob das grüne, grüne Gras wirklich die glücklichen Kühe oder nicht viel eher die Werbetexter konsumiert haben. Ich stehe im Regen, umgeben von Antworten, auf die ich keine Frage weiß. Und der Gedanke sagt, frag dich, wo Schuld anfängt und wo dein Tellerrand endet. Und dann frag dich warum. Während die einen nur auf Brot aus Staub herumbeißen, sich die anderen aus Not um Diätpillen reißen. Warum die einen wegen Trockenheit am Hungertuch nagen und die anderen nur die Trockenheit des Hummers beklagen. Welt in Frage stellen ist zweifellos unbequem und manchmal beißt man sich die Zähne aus. Aber wenn du aus Bequemlichkeit alles nur noch hinnimmst, wenn du so wenig Biss hast, dass du beginnst, dir sogar vom Toastbrot die Ränder abzuschneiden, wenn sich deine Gedanken ohne Fragen nur noch auf vorgegebenen Pfaden im allerkleinsten Kreise drehen, dann hat deine Gleichgültigkeit vielleicht sogar schon fast einen roten Faden, und was dir fehlt, sind Fragen, wenn wir nur noch hinnehmen und dann der Welt die Wunder fehlen. Dann fehlt im Kopf die Fantasie, fehlt dem Streben Utopie, fehlt dem Denker die Idee, fehlt dem Sein Ontologie, fehlt der Welt die Poesie. Wenn wir keine Fragen haben, dann wird aus Leben Liturgie. Und ich stehe im Regen, umgeben von Antworten, um die es aber gar nicht geht, solange den Antworten die Frage fehlt. Und ich denke, Douglas Adams hatte recht, denn 42. Und die Antwort ist da und was fehlt, ist die Frage. Und ich stehe im Regen und Regen und Regen und es regen sich Gedanken in mir und sagen, die Antworten sind da. Wir können sie nur nicht immer sehen, weil wir, solange wir nicht fragen, diese Welt auch nicht verstehen. Dankeschön. Mein letzter Text ist jetzt indirekt wieder Hamburg gewidmet und guten Freunden und Sommerabenden und der Poesie und der geht so. Was das denn eigentlich sei, diese Poesie,
fragst du mich und ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht einfach die Zwischentöne. Beginne ich zu sagen, bis ich den Faden verliere und sich meine Blicke wieder am schwankenden Horizont. Da sitzen wir. Zwischen verlassenen Flaschen und fast vergessenen Tatsachen überwachen wir das Versickern von Bierresten im Sand. Zwischentöne, habe ich gesagt. Und was ich damit meine? Ein Beispiel. Zeitsprung. An einen Zeitpunkt, an dem wir uns zeitlos auf bebenden Tanzflächen Boden verloren. Um uns im dichten Gedränge eine dichte Menge aus dichten Menschen ihren Speichel vermengte, umringt von tanzenden Titten und tanzenden Titten und tanzenden Titten inmitten von Tanzflächen. Wo apathisch trunkene Tusen wuseln, mit sympathisch runden Musenbusen, bedeckt von batikbunten Blumenblusen, fanatisch fummelnd mit Losern schmusen. Reste ficken für die Wichse weiße Weste. Da waren wir in einer Mischung aus Ekeln und Mitrekeln. Und was ich dort jetzt meine mit Zwischentönen, ist der Moment, der zwischen der lärmenden Enge innehält. Bis sich irgendwie sowas wie Stille unter Zeitlupenvergrößerung von klebrigen Wänden schält. Das sind dann Zwischentöne, sage ich, und du scheinst nicht ganz zu verstehen, was ich damit meine. Wir sitzen am Elbstrand, folgen mit den Blicken einem kleinen Bierbachverlauf, der mit behutsamer Behäbigkeit aus einer verlassenen Flasche entspringt und seine Reise in Richtung Elbe beginnt, ist bereits zu dämmern. Was ich meine ist, beginne ich von neuem, das zwischen den Häuserzeilen lesen, das unter der Oberflächenspannung, an der unzählige Menschen ihre Körper mit Markennamen bekleben, als wären sie Litwassäulen. Nur dass Litwassäulen nicht noch Unmengen Geld dafür blechen, der Industrie als Werbeflächen zu dienen, denke ich. Und dort an dieser Oberfläche liegen für mich dann Zwischentöne in der fragwürdigen Frage, ob dort, wo nichts ist als Werbeflächenfluktuation aus Markennamen tragen, dann nicht auch ein Konzept für Integration wird. Könnte man doch meinen. Denn zum einen bieten Burkas doch eine Unmenge ungenutzter Werbefläche. Und zum anderen würden mit Werbeslogan bunt bedruckte Burkas uns wohl auch viel weniger fremd vorkommen. Würden auch viel weniger auffallen im allgemeinen Markennamen, Werbebannen, Reklamenwahn. Zwischentöne sind manchmal blöd, sinnlos und meistens Fragemomentfragmente, sage ich. Fragen. Fragen ganz allgemein. Denn sein oder nicht sein eigenes iPad, das ist doch hier die Frage. Die Frage, ob Gott, falls es ihn gibt, er dann nicht so einige Probleme mit der Rechtfertigung seiner Herrschaftsansprüche hat, jetzt wo Steve Jobs auch im Himmel ist. Denn sind wir mal ehrlich, der hat die Sache mit dem Apple der Erkenntnis irgendwie besser rübergebracht. Schwarze Rollkragenpullover sind auch echt hipper als dieser altbackene Rauschebart. Und dass Gott sich ständig mit nackten Kindern hat malen lassen, war fürs Image nun, ja. Nun, wir sitzen im Morgengrauen am Elbstrand. Das Bier in der Hand halb leer, wir halb voll. Und obwohl es sehr, sehr früh am Morgen ist, rennt irgendein unangebracht wacher Hundebesitzer den Strand hinab. Hüpfend und quiekend und hochmotiviert animiert er seinen müden Hund zum Spielen. Und wir schauen fassungslos. Und fassen bloß kurz den Gedanken, diesem euphoriekranken Menschen auch ein Stück angesabbertes Holz zu bringen, weil er sich wohl übertrieben würdelos darüber freuen würde. Wunderlich sind diese Menschen, sehr, sehr wunderlich. Und ich wundere mich und denke, Zwischentöne liegen vor allem auch im Wundern. Weil man beim Wundern von den wenig verwegen vorgegebenen Wegen des Hinnehmens abweicht. Wundern. Wundern über Welt und über Veganer, die Katzenfutter kaufen. Und wundern über Nachrichten und die Reaktion, die wir nach Nachrichten richten. Wundern über diese Gelegenheitsbetroffenheit, die wie Verlegenheitsbesoffenheit immer gerade so lange bleibt, bis uns brisante Insider-Informationen über die Sexualpraktiken von Politikpraktikantinnen wieder bequeme Ablenkungsgelegenheiten geben. Und dort sind dann Zwischentöne, die Gedanken und Fragen zwischen klaren, sichtweisen Worten. Zwischentöne sind immer genau das, was abweicht. Das, was bewegt, sind für mich zum Beispiel auch der Geruch von warmem Sommerregen. Oder das Bühnenboden, Bretterbeben sind das Hochgucken und das Runterkommen sind kirschkernspuckende Kindheitserinnerungen und wir sitzen im Morgengrauen am Elbstrand. Zwischen verlassenen Flaschen und fast vergessenen Tatsachen überwachen wir das Versickern von Bierresten im Sand. Und dann sind auch dort irgendwie Zwischentöne. Wenn das Tanzen von Kranarmen, wie Kraniche an warmen Sommerabenden, in Elbwasserspiegelung spielt. Man sich beim Blättern durch Gitarrensaiten zwischen den Zeilen verirrt und sich diese Welt so sehr in Kitsch verliert,
dass es einen auch nicht wundern würde, wenn gleich eine Herde regenbogenkotzender Einhörner Liebeslyrik aus dem Jamba-Spar-Abo rezitieren würden. Aber wenn dann dort dazwischen, zwischen dem Kitsch und den kalten Füßen im Sand, wenn sich dann dort irgendwie sowas wie Stille zu uns an den Strand gesellt, dann ist das alles vielleicht einfach irgendwie meine Zwischentonleiter von Poesie. Dankeschön.